Obwohl heute wohl keiner mehr einen Kalender braucht, um zu erfahren, welches Datum wir gerade haben, ist es für viele Menschen eine schöne Sache, einen solchen zu besitzen. Begehrt sind da die Wandkalender mit Tiermotiven, aber auch so manchen Spind in Autowerkstätten zieren ganz andere Motive. Ein Kalender, auf dessen Erscheinen in Zwickau jedes Jahr viele Menschen warten, ist der des Kunstvereins Zwickau. Gestern erfolgte für die Medienvertreter die Präsentation im Zwickauer Rathaus. In Vor-Corona-Zeiten, also zuletzt 2019, war es immer um diese Zeit ein schöner Medientermin, wenn in der Geschäftsstelle der Zwickauer Energieversorgung viele Anwesende ganz gespannt der Präsentation des neuen Kunstkalenders entgegenfieberten. Seit letztem Jahr ist das alles etwas anders. Dank einer guten Zusammenarbeit zwischen der Stadt Zwickau und der ZEV hat man hier eine Lösung gefunden, der Öffentlichkeit die 12 Motive des neuen Kunstkalenders trotzdem zugänglich zu machen. Ja, schade, Corona lässt uns immer um die Ecke denken. Sie haben es heute gesagt, das zweite Mal bereits hier im Rathaus in Zwickau werden die Bilder des neuen Kunstkalenders präsentiert. Trotzdem eine tolle Sache, was Ihnen am Herzen liegt. Ja, das liegt uns sehr am Herzen. Ich glaube, gerade in der heutigen Zeit ist wichtig, dass die Künstler, die, glaube ich, auch über die Corona-Hilfen eher zu kurz gekommen sind, so will ich es mal formulieren, hier auch eine Möglichkeit haben, ihre Bilder zu zeigen, der Öffentlichkeit zu zeigen, weil es ist ungemein wichtig, dass wir an alle denken. Und wir haben schon seit vielen, vielen Jahren haben wir den Kunstkalender unterstützt. Es ist halt schade, dass es dieses Jahr auch wieder ohne Ausstellungseröffnung bleibt, aber die Hoffnung stirbt zuletzt und da hoffe ich, dass es nächstes Jahr wieder klappt. Wie war es denn mit der Auswahl? Sie haben sicher eine Fülle von Bildern eingereicht bekommen. Sicher schwierig, das auszuwählen. Das ist sicher richtig. Es war dieses Jahr wirklich das erste Mal, dass wir viele Bilder zur Auswahl hatten. Ich glaube, es waren über 70 aus dem Sommersalon des Kunstvereins. Ich war mit meiner Mitarbeiterin Frau Beetz dort und wir haben die wirklich komplett selbst ausgewählt. Ich bin auch wirklich mal auf die Resonanz gespannt. Ich bin jetzt kein Kunstexperte, da geht es eher nach dem Gefühl. Aber ich glaube, dass wir eine sehr gute Auswahl getroffen haben. Der Kalender, der gekauft werden kann, ist ganz normal. Und Sie haben sich was Schönes ausgedacht. Sie haben für Ihre Kunden noch ein Deckblatt eingelegt. Ja, wir haben natürlich auch eine Anzahl von Kalendern gekauft. Wir unterstützen ja auch den Kunstverein damit, dass wir Kalender kaufen, praktisch als Spende an den Kunstverein. Und wir haben in unserer Ausgabe dann ein Deckblatt drin mit noch einem Gruß an unsere Kunden. Mit vor Ort war gestern auch Zwickaus Oberbürgermeisterin, die dann schon mal in einem mitgebrachten Exemplar des neuen Kunstkalenders geblättert hat. Also ich kann sagen, es ist auf jeden Fall schwer. Ja, man bekommt richtig was geboten und ich habe mich jetzt auch drauf gefreut, weil es ist natürlich mal eine Erfrischung auch, ne, nach 12 Monaten wieder neue Bilder zu haben. Und ich hoffe, dass viele Zwickauer die Gelegenheit nutzen, mal hier vorbeizukommen, mal zu schauen und vielleicht sich den Appetit zu holen, sich auch ein Stück Kunst mit nach Hause zu nehmen. Ne? Wir haben bei Tag aktuell schon mehrfach über die Arbeit des Kunstvereins, der in der Galerie am Domhof beheimatet ist, berichtet. Gerade für junge Menschen ist es wichtig, sich im künstlerischen Bereich ausprobieren zu können. Unter Anleitung erfahrener Pädagogen ist das hier möglich. Dankbar ist deshalb der erste Vorsitzende des Kunstvereins für die Unterstützung der Zwickauer Energieversorgung. Ja, das ist wirklich eine ganz wichtige Säule unserer Finanzierung, dieser Kalender, weil der wird ja schon seit vielen Jahren so in dieser Form durchgeführt. Und in den letzten Jahren ist es uns auch gelungen, wirklich die Auflage, die wir bekommen, auch immer zu verkaufen. Und damit können wir wieder als Verein verschiedene Projekte finanzieren, vor allen Dingen die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Na, da gibt es ja einen Zirkel, der auch schon viele Jahre existiert und sich auch weiterentwickeln soll. Und dafür ist das eine gute Grundlage. Und dafür sind wir auch sehr, sehr, sehr dankbar, dass die ZEV über Jahre hier dieses Sponsoring betreibt. Erhältlich ist der Kalender, welcher das Ergebnis von 2 Jahren Kunstproduktion zahlreicher aktiver Mitglieder des Vereins ist, ab sofort in der Touristinformation, der Galerie am Domhof, der Marx-Buchhandlung sowie bei Kunsthandwerk Liebig in der Hauptstraße. Die Kosten belaufen sich auf lediglich 15 €.
Mit dem Erwerb wird aktiv die Arbeit des Kunstvereins unterstützt. Ausdrücklich wurde gestern darauf hingewiesen, dass unter Einhaltung der aktuell geltenden Hygieneregeln die Bilder mit den 12 Kalendermotiven in der zweiten Etage des Zwickauer Rathauses zu sehen sind.